So, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire The Masquerade V20. Und wir befinden uns im modernen Chicago und haben vor uns eine Stadt in Flammen, zumindest in Teilen der Stadt herrschten Flammen, und zwar für Vampire eine ganz entscheidende Teil der Stadt, nämlich ein vampirisches Elysium. Der Succubus Club Chicagos steht in Flammen, nachdem er von Werwölfen, nicht von Vampiren, von Werwölfen angegriffen wurde und es beim letzten Mal ein heilloses Durcheinander gab. Und unsere 4 Vampire sind mittendrin, statt nur dabei gewesen. Und unsere 4 Vampire, das sind Emma Williams, gespielt von Sere. Hallo. Und William Andrews, Morte Famos, alias Joe. Wrestling Champion of the World. Korrekt. Und ja, die beiden haben wie immer kein Bild, aber dafür umso herrlicher heute Jonathan Bauer, gespielt von Mischka. Hi, gutes zusammen. Und Melina Farinadis, gespielt von Leopardin 202. Guten Abend. Ja. Ich sagte ja schon, dass die Stadt Chicago, also die Vampirstadt Chicago, ein kleines, aber feines Problemchen hat. Ja, ihr wart letztes Mal mittendrin, als die Werwölfe angegriffen haben. Wisst ihr noch, warum sie wahrscheinlich angegriffen haben? Oder habt ihr eine Vermutung, warum sie angegriffen haben? Das ist doch ganz klar, weil sie mordlüsterne Kreaturen sind. Nein, natürlich nicht. Die Vampire haben in ihrer großen Weisheit beschlossen, den Schuldigen für die Angriffe, den sie bestimmt ganz genau so gefunden haben, ohne Zweifel zu enthaupten. Sprich, im Succubus Club wurde von Dr. Chrisias, weil ja sein Child getötet wurde, angeblich von einem Werwolf, ein Werwolf enthauptet, der aber kurz vor seinem Tod noch ein Heulen ausstieß, was keinen drumherum interessierte, dass der nochmal heute. Nur uns stellten sich die Nackenhaare auf und kurz darauf erschienen auch aus dem Nichts ja, Krinos, also Werwolfsgestalten, auf der Tanzfläche und sorgten für ein wenig ja, Furore. Ja, das ist ja, leicht untertrieben. Ja, ihr habt ja, den Kampf miterlebt, habt teils versucht, euch in Sicherheit zu bringen. Emma ist sogar nochmal, glaube ich, und mit zu gucken gegangen, ob es William gut geht, und auch um den Liebhaber vielleicht von eurem Begleiter-Vampir, der Portia. Sie hat einen Freund namens Prias, und der ist auch im Succubus Club gewesen und den hat sie vermisst. Und Emma ist so warmherzig gewesen, sogar nochmal in die Flammen zurück, in das brennende Gebäude zurückzulaufen und im Keller nach Prias zu suchen. Aber ich glaube, du hast ihn nicht gefunden, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich war im Keller und da waren überall Aschehaufen und eindeutig vernichtete Vampire, und es war noch ein Gerumpel von weiter hinten zu hören. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass da unten einfach bis auf Werwölfe alles tot ist. Ja. Aus dem Hinterausgang hinaus sind Jonathan und Melina, haben sich auf die Flucht begeben, haben dann das Gebäude einmal umrundet und haben sonst gar nicht mehr so viel mitbekommen von der ganzen Szenerie, während William sogar versucht hat zu kämpfen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und einmal quer durch den Raum geschleudert wurde und zusammen mit einem Tremere und einem weiteren Vampir, also einem Feuerball schmeißenden Tremere und einem weiteren Vampir, der ja nicht näher betitelt ist, sich aber dann den Weg zurück aus dem Gebäude herausgebahnt hat. Naja. Also die können froh sein, ja, dass mich die beiden zurückgehalten haben. Ja, also definitiv. In jedem Fall. Ja. Ja, Emma hat das ja auch gesehen, da hatte ich ja kurz entdeckt, wie du da oben mit den anderen beiden da den Club heldenhaft verteidigt hast. Ja, seid dann aber trotzdem nach draußen und ja, seid jetzt in verschiedene Richtungen unterwegs, quasi. Alle laufen weg und hinter euch der Succubus Club in Flammen. Und überall Wolfsgeheul zu vernehmen und in den Fernen ja, die Rettungswagen, die anrücken. Und ja, und Hotney merkt gerade, dass er nicht auf aktuellem Stand ist. Tja, Hotney. Dafür gibt's Recap. Genau. Ich bin gut heute im Recap übrigens. Ich muss mich mal loben. So, ja. Und ja. In verschiedene Richtungen lauft ihr unterwegs, habt keinen Blick dafür, wer mit euch mitläuft. Es sind mehrere Personen, die den Club irgendwie laufend, schreiend, vor lauter Panik verlassen. Mal in diese Gasse verschwinden, mal in die nächste Gasse verschwinden, versuchen, Jonathan und Melina sehen zwischendurch jemanden in einen Kanalisationsdeckel hervorholen und da reinspringen. Und ja, William und Emma waren, glaube ich, waren sie noch getrennt, als ihr den Club verlassen hattet? Ich meine, Emma wäre später erst wieder rausgekommen, ne? Weil du warst ja noch im Keller gewesen. Genau, ich habe die beiden Vampire da, den William mitnehmen lassen und bin ja nochmal in den Keller. Und als ich erst gesehen habe, dass da keine Chance mehr ist, bin ich aus dem Keller raus. Ja. Portia habt ihr auch alleine vor dem Club zurückgelassen. Emma hat ihr verboten, nochmal ins Gebäude zurückzugehen. Und ja, so sind jetzt Jonathan und Melina halbwegs zusammen in die eine Richtung unterwegs, William in die andere Richtung und Emma nochmal in eine nochmal völlig andere Richtung. Und ja, ihr lauft und hört nur das Wolfsgetrappel hinter euch. Guckt euch manchmal um, seht aber meistens nur Schatten und lauft weiter und hört die Sirenen näher kommen, vielleicht den ein oder anderen Polizeikrankenwagen, Feuerwehrwagen an euch vorbeirattern, aber das ist etwas, was euch eurer Wahrnehmung momentan etwas ja, nebensächlich erscheint. Eher tragen euch eure Beine vor lauter Panik in die verschiedensten Richtungen. Bis das dann irgendwann dann doch abebbt und ihr halbwegs sicher seid, dass die Schatten hinter euch nicht mehr zu sehen sind und ihr dieses Gefühl im Nacken nicht mehr verspürt, verfolgt zu werden. Wobei es nie ganz klar war, ob jetzt ihr verfolgt werdet oder ob es einfach nur Zufall war, dass irgendein Wesen in eure Richtung gelaufen ist. Melina, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt gleich erstmal gucken, dass wir unsere Party wieder sammeln. Das ist immer das, was im Einsatz passiert. Wenn ihr euch gegenseitig verliert und ihr kommt in Sicherheit, dann ist das Erste, was ihr macht, zu gucken, wo die anderen geblieben sind. Ob ihr die irgendwie kontaktieren könnt und wieder zusammenkriegt als eine Gruppe. Ich rufe mal Emma an. Gute Idee, das wäre auch mein Vorschlag. Ich hoffe, er hat sein Handy auf lautlos und versteckt sich nicht gerade irgendwo vor Werwölfen und das Handy klingelt. Das wäre richtig blöd jetzt, aber... Ich weiß halt nicht, ob ich das höre, weil ich das in der Dingens leise gemacht hatte, also lautlos. Dann ist es wahrscheinlich immer noch lautlos. Sowas stellt sich ja nicht von alleine um. Nicht? Ja, aber ich kann es ja trotzdem mitkriegen. Richtig. Oder du siehst es, sobald du selber irgendwie mal aufs Display guckst. Du bist gemutet. Oder du siehst es, wenn du selber... Nein, ich meint mich. Ja, ich sagte, sag du mir, ob du es mitbekommst oder nicht. Also, Ja, also wenn ich schon eine gewisse Distanz zwischen mich und den Club gebracht habe, gucke ich definitiv aufs Handy, weil ich auch Kontakt zu den anderen aufnehmen will. Aber ich würde erstmal natürlich die Distanz in den Vordergrund stellen. Wahrscheinlich wirst du 1, 2 Anrufe in Abwesenheit haben. Ich denke mal, dass Melina und Jonathan weiter weg sind und früher in Sicherheit sind als Emma, weil Emma wesentlich länger im Succubus Club war. Und deswegen wirst du wahrscheinlich 1, 2 Anrufe in Abwesenheit haben. Und ich gehe davon aus, dass Melina mehrmals versucht anzurufen. Ja, dann, also sollte sie nicht gerade in dem Moment anrufen, in dem ich aufs Handy gucke, würde ich dann sofort zurückrufen. Melina? Emma? Emma, oh Gott sei Dank, du bist dran. Emma, geht's dir gut? Bist du in Sicherheit? Bei mir ist alles okay. Habt ihr William? 2 andere haben ihn rausgebracht. Er war schwer verletzt. Was? Ich dachte, der wäre bei dir. Nee, ich bin hier mit Jonathan. Aber William haben wir nicht gesehen. Was ist mit Portia? Die haben wir zuletzt gesehen, als sie ganz schnell wegrannte. Na, zumindest nicht in den Club rein, hoffe ich. Nein, weg von einem Werwolf. Aber sehr, sehr schnell. Also, ich glaube, um die brauchen wir uns so schnell keine Sorgen machen. So schnell war der Werwolf nicht. Habt ihr schon versucht, William zu erreichen? Der hat sein Handy im Auto. Das hat uns vorhin den Arsch gerettet, weil wir sein Handy angerufen haben und damit den Werwolf von uns weggelockt haben. Aber der hat's nicht dabei. Ich weiß nicht, wie wir den jetzt erreichen können. Weißt du denn, in welche Richtung die gegangen sind? Ich weiß, zu welchem Ausgang die gegangen sind, ne? Welcher war das denn? Ja, die sind, glaube ich, auch nach hinten raus, wenn ich mich da nicht irre. Ich habe nur gesehen, dass sie den Hinterausgang genommen haben, aber danach, keine Ahnung. Okay, das ist ja dann die komplett entgegengesetzte Richtung. Bist du denn vorne oder hinten raus, Emma? Ich hatte ja den nächsten vom Keller genommen. Welcher ist das denn? Ist auch Hinterausgang, ja. Ich bin auch hinten raus. Ich habe ihn aber nirgendwo gesehen hier. Und ich bin aber auch so schnell wie möglich einfach noch vom Club weg. Ich bin absolut jetzt verständlich. Dann gucke ich mal auf das nächste Straßenschild und sag mal, welche Ecke ich bin. Ja. Also sie ist quasi in eine andere Richtung gelaufen als ihr, das heißt, ist schon einige Blocks von euch entfernt. Ja, muss ja, wir beide sind ja zur Vordertür raus und wir sind dann ja auch in die andere Richtung. Ja, ihr seid auch zur Hintertür raus, aber ihr seid ja einmal ums Haus rumgelaufen erst und dann habt ihr ja vor der Tür die anderen gesehen, ja. Ja, aber wir waren beim Vorderausgang, als wir weggerannt sind, ja. Okay, gibt es da irgendwas, wo du dich irgendwie aufhalten kannst, wo Leute sind, ein Café oder irgendwas, Starbucks? Dann würden wir da hinkommen. Ist hier irgendwas, was um die Uhrzeit auffällt? Du siehst so ein wie heißt das? Wäscheladen, also so ein, zum Waschen. Mit Waschmaschinen drin und Trockner. Sind da auch Menschen? Gerade ziemlich leer, weil ziemlich spät nachts. Dann gehe ich da nicht rein. Ziemlich hell erleuchtet und somit auffällig. Ja. Ich kenne mich ja in Chicago ein bisschen aus. Weiß nicht, was hier so in der Nähe ist. Ja, du bist in die Richtung gelaufen, wo es eher so Wohnviertel sind. Also hier ist kaum irgendwie um diese Uhrzeit zumindest kein Laden oder so. Das sind alles Wohnungen. Also hier ist nichts außer ein ziemlich hell erleuchteter Waschsalon. Da möchte ich mich jetzt ungern reinstellen, aber ich kann Waschsalon. Ich kann in die Gasse dahinter gehen und dort auf euch warten. Ja, oder wir gehen aufeinander zu, gehen 3 Blocks südlich bis auf die Broad Street und gehen dann aufeinander zu. Ja, aber wenn wir in verschiedene Richtungen vom Club gegangen sind, dann heißt das dann, wenn wir jetzt wieder aufeinander zugehen, dann stehen wir nachher wieder in der Nähe vom Club. Also das ist der Grütze. Nur weggegangen, jetzt gehen wir erst alle nach Süden und gehen dann im Süden wieder zusammen. Okay. In diesem Augenblick hört man eine schwere Detonation, die die ganze Stadt irgendwie erbeben lässt. Es fühlt sich fast wie ein bisschen wie ein Erdbeben an. Das klang nicht gut. Das nächste, man sieht zunächst eine große Feuersäule zwischen den Gebäuden und eine große Flammensäule und Rauchsäule, die danach aufsteigt. Ist das Richtung Club oder ist das Richtung Stadion? Das ist Richtung Stadion. Ja, dann hat der Plan wohl funktioniert. Das klingt so. Okay. Wir müssen uns immer noch wieder treffen. Das hilft alles nichts. Wir nehmen deinen Plan, verabreden uns in sicherer Distanz vom Club auf halber Strecke. Gehen so lange eine Richtung, bis wir Emma treffen. Okay, ich werde da sein. Schwenken wir zu William herüber, der ja aus dem Club herausgetragen wurde und sich, wenn ich mich richtig erinnere, dann geheilt hat, als er ein bisschen Zeit hatte, irgendwie mit seinen vampirischen Kräften sich selbst eine Heilung verpasst hat und zumindest wieder laufen konnte und immer noch in Begleitung ist von diesem Typen im Zylinder, der den Zylinder inzwischen aber auf der Flucht verloren hat, und einem anderen, der in so einem Kordanzug gekleidet ist. Und auch ihr verlangsamt irgendwann den Schritt und bleibt stehen. Wahrscheinlich vielleicht sogar etwas früher als alle anderen, weil William natürlich nicht wegläuft, oder? Ich laufe da nicht weg. Ja. Boah, der das ist ein strategischer Rückzug. Das war einfach nur, um die Tech-Team-Partner einzusammeln. Ja! Wo geht ihr beiden jetzt hin? Keine Ahnung. Vielleicht in unseren Haven. In den Bunker. Okay. Dann geht ihr in den Bunker. Und Morte Famos wird sich ein Taxi rufen. Oh, scheiße. Kann ich gar nicht. Und dann in diesem Augenblick auch bei dir die Explosion und die Erschütterung. Das hörte sich nicht gut an. Nein, nicht gut. Was war das? Auch du siehst zwischen den Gebäuden die Flammen- und Rauchsäule Richtung Stadion. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, nein. Ich muss die anderen finden. Ich habe eine Idee. Morte Famos hat eine Idee. Ich brauche ein Taxi. Du ruf mir ein Taxi, bitte. Ja, würde ich ja gern, aber mein Telefon ist noch im Club. Wie unliebevoll gehst du mit deinem Telefon um? Wieso? Die muss man hegen und pflegen. Sie sind wichtig. Wieso das denn? Fragt der andere. Ich habe gar kein Telefon. Völlig unnütz, diese Dinger. Oh. Wenn du jetzt eines hättest, dann könntest du ein Taxi rufen und dann wärst du viel schneller in deinem Hafen oder in der Nähe. Ja, wir können auch einfach das Auto da nehmen. Oh, das Auto. Oder das daneben, oder das daneben, oder das daneben. Das wäre Diebstahl und in der jetzigen Gesellschaft ist Diebstahl nicht besonders angesehen. Meinst du, bei den Explosionen hier in der Stadt kümmert das heute Abend noch jemanden? Natürlich. Natürlich. Demjenigen, dem das Auto gehört, kümmert das besonders. Schließlich möchte er vielleicht morgen zur Arbeit fahren. Derjenige, dem das Auto gehört, ist mir ziemlich egal. Geht zum Auto und schlägt die Scheibe ein. Das ist Unrecht, das ist Unrecht, das ist Unrecht. Das geht so nicht, da kann ich nicht mitmachen. Ich verabschiede mich. Tschüss. Pass auf dich auf. Oder so. Die beiden setzen sich in das Auto. Kurz sieht man so den einen, der sich duckt, und dann springt das Auto an. Und die beiden fahren weg. Mit quietschenden Reifen. Die haben sich auch ganz unauffällig einen Smart geklaut. Selber schuld. Nun gut, ich gehe zur nächsten U-Bahn-Station. Ja. Wanderst zur nächsten U-Bahn-Station. Zumindest versuchst du eine zu finden. Keine Ahnung, wo jetzt hier eine ist. Die Gegend, wo du gerade bist, kennst du nicht. Ja. Naja, irgendwo muss ja eine U-Bahn-Station sein. So wenig U-Bahn gibt es hier gar nicht. Aber ja, gehen wir jetzt zurück zu Emma und Jonathan und Melina, die sich tatsächlich irgendwo in der Mitte dann treffen, zwischen den Häuserblocks. Und zumindest seid ihr wieder irgendwie halbwegs vereint. Oder ganz vereint. William fehlt halt. Habt ihr eine Idee, wie wir William finden sollen bei den... Nun, er wird wohl versuchen, zur Wohnung zurückzukommen, oder nicht? Ah, ja, stimmt, die Wohnung. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, er kommt darauf. Ja, dann würde ich sagen, wir versuchen es bei der Wohnung. Währenddessen versuche ich halt auch die ganze Zeit, Portia zu erreichen. Ja. Ja, nimmt niemand ab. Vorne klingt gut. Ja, ich versuche es weiter. Versuche es auch... Wie heißt er? Ich habe gerade dich abgehackt, nur gehört. Ich versuche es sowohl bei Portia weiter als auch bei ihrem Typen. Prias. Prias, ja. Ich und Namen, tut mir leid. Ja. Bei Prias und ja, während wir auf dem Weg zur Wohnung sind. Ja, sowohl als auch keine Antwort. Und ihr geht zu Fuß zu der Wohnung. Die ist ordentlich weit weg jetzt noch. Seid ja nie etwas weiter weggezogen. Zur alten Wohnung wäre es näher. Aber da seid ihr jetzt ja nicht mehr. Nee, ach so, ich dachte, die anderen hätten den Wagen geholt. Nee, dann rufen wir uns ein Taxi, oder? Genau. Ich würde sagen, wenn wir ein paar Blocks weg sind, einfach just in case. Mhm. Ein Taxi rufen. Das war knapp. Wir sollten uns... Ich weiß nicht, ob dieser Krieg zu unseren Gunsten ausgehen wird. Nein, denke ich nicht, weil ein großer Teil der Primogenen vernichtet wurde heute Abend. Die Vampirgesellschaft ist quasi kopflos. Im Keller waren total viele zerstörte Vampire, ich weiß nicht, diese Haufen. Ja, sie machen keine Gefangenen, diese Wehrwesen. Nee, aber hast du gesehen, wie... Nur einer, die Damen, bitte. Hast du gesehen, wie die Leute auf der Tanzfläche auseinandergenommen haben? Richtig. Das ist echt kein Spaß. In der Tat nicht. Aber waren das jetzt die Guten oder die Schlechten? Ich weiß nicht, ob man in dieser Kategorie... Ja, das weiß ich nicht, aber wir haben doch Belege. Gut, wir haben, war so hell, dunkel hin und her, man hat nicht wirklich irgendwas erkennen können von den Werwölfen, oder? Ich denke nicht, dass du auf Details hast achten können. Ich glaube, du warst eher damit beschäftigt, deinen Arsch zu retten. Ja, zu überleben, richtig. Das glaube ich wohl auch. Die Frage ist halt auch, ob wir jetzt überhaupt noch erkennen können, wer zu den Guten und wer zu den Bösen gehört. Ich meine, insoweit hat ja der Plan von wer immer gerade unser Gegner ist, funktioniert, dass Vampire und Werwölfe gegeneinander aufgestachelt wurden. Diese Fake-Angriffe haben ja für genug Wirbel gesorgt, dass jetzt sich tatsächlich welche von uns einen Werwolf gekascht haben und den geköpft haben. Ich meine, du hast es selber gesehen. Und dass der in seiner Panik Verstärkung herbeigerufen hat, ist ihm ja wohl nicht zu verübeln. Das hätte jeder andere auch gemacht. Und ob wir damit jetzt nicht im Prinzip gerade von in den Augen der auch vielleicht der guten Werwölfe die Aggressoren sind, weil wir eingekascht haben und eingeköpft haben, ich würde es nicht beschreien wollen. Ja. Das ist wohl richtig. Aber es wurde doch gesagt, dass dieser Werwolf, den sie gefangen haben, alles abgestritten hat, dass er meinte, sie wären daran nicht beteiligt. Vielleicht ja, sind das sie dann... Passt doch, das passt, ja, aber guck mal, sie haben uns doch jetzt trotzdem attackiert und haben gekämpft um ihr Leben, was auch nicht zu verübeln ist, ne? Aber das bedeutet doch, dass der Plan funktioniert hat, dass es da irgendwelche Leute gibt, soweit waren wir ja schon, die versuchen, einen Krieg zwischen Werwölfen und Vampiren anzustacheln. Und das ist weder im Interesse der Werwölfe noch im Interesse der Vampire ursprünglich. Aber sie haben es so weit geschafft, dass heute Nacht Vampire jemanden angegriffen haben, der nicht zu dieser Gruppe gehörte, der vielleicht zu den guten, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar zu den guten Werwölfen hier drumherum, mit denen wir seit Jahren und Jahrhunderten diesen Vertrag haben, dass wir uns eigentlich nicht in Ruhe lassen und uns nichts tun. Und das ist heute Nacht gebrochen worden. Und jetzt ist Krieg. Jetzt kommen wir da nicht wieder raus. Die Frage ist halt nur, können wir das irgendwie abbilden, indem wir die Verschwörung aufdecken? Ja, damit wir etwas gerade biegen könnten, müssten wir irgendwie Gehör bei den Werwölfen bekommen. Wir müssen vor allem aber erstmal Beweise. Eben, was willst du denn da hingehen? Das meine ich ja. Selbst wenn wir Beweise hätten, müssten wir dort Gehör bekommen und ich bezweifle ganz stark, dass, naja. Erneut beginnt die Erde zu beben und wenn ihr jetzt noch weiter nochmal Richtung Feuersäule schaut, seht ihr eine, ja, also diese Feuersäule hebt sich hoch in die Wolken und ist auch sehr konstant. Als ob halt die Flammen bis in den Himmel ragen. Zum Glück sind wir wieder weg, zum Glück sind wir wieder weg, zum Glück sind wir wieder weg. Oh, scheiße. Und dann bricht das Handynetz zusammen. Und ihr habt gerade noch so einen Taxiruf absetzen können. Frage ist, ob der Taxifahrer sich bei solchen Umständen nie in die Stadt traut. Er fährt außen rum. Nee, ich meine zu euch. Die wissen auch gar nicht, was los ist. Das sieht man so ein bisschen. Mitten in der Stadt so ein riesen Feuerball hochzieht. Überall das Handynetz ausfällt. Ja, dass da eine Explosion war, aber dass da jetzt ein Krieg ausgebrochen ist, meine ich. Nee, das wissen sie nicht. Aber dass überall das Handynetz ausfällt und jetzt auch die Lampen an der Straße anfangen zu flackern und Strom anscheinend die Stromversorgung leider auch schon in Mitleidenschaft gezogen ist. Das wird man merken. Jonathan, wo hast du Minele zuletzt gesehen? Im Gebäude des Prinzen. Also im zerstörten Club, ja. Nee. Mist. Nee. Ach nee, das Gebäude des Prinzen. Ja, ja, ja. Oh, scheiße. Vielleicht können wir dahin. Ist das näher dran? Ja. Kann man zumindest zu Fuß erreichen, ja. Ja. Dann würde ich mich gerne mit euch zusammen dahin auf den Weg machen, weil meine Hoffnung ist, gerade so ein bisschen Menele hier mit einzubeziehen. Schließlich hast du erzählt, Jonathan, dass Menele damals mit daran beteiligt war, das Abkommen mit den Werwölfen zu treffen. Und somit dürfte er vielleicht einer der wenigen sein, der bei den Werwölfen ein gewisses Maß an Ansehen genießt, weil er zu denen gehört hat, die den Bund mitgeschlossen haben, dass man ihm vielleicht zuhören würde. Wenn wir jetzt ihm glaubhaft verklickern könnten, was wir zu wissen glauben, und wir bräuchten schon auch noch irgendwie Beweise. Ich weiß nur nicht, wie wir da rankommen können, aber dann haben wir vielleicht eine Chance. Aber leben denn Werwölfe so lange wie wir? Ich glaube nicht, nein. Wir leben ja quasi unbegrenzt. Wir sind ja keine biologische Lebensform mehr. Dann erinnern sie sich womöglich gar nicht an Menele. Da kann sein, aber weißt du, hast du jemals von diesem Bund zwischen Vampiren und Werwölfen, also ja, wir sind vielleicht auch einfach schlecht eingeführt worden hier, aber ich glaube, wenn du als Werwolf dazu gezwungen bist, irgendwie dich zu verstecken in der Stadt und ein heimliches Leben zu führen, dann, weil du irgendwann mal einen Bund geschlossen hast mit Vampiren, dann ist es wahrscheinlich auf der Seite derer, die eigentlich die schlechtere Karte dabei gezogen haben, vielleicht präsenter als bei denen, die die Gewinner der Sache sind. Weil den Werwölfen immer gesagt wird, oh, um Himmels willen, lass dich bloß nie von einem Vampir sehen, sonst gibt's Ärger und wir haben da mal so ein Abkommen und eigentlich dürfen wir gar nicht in die Stadt, aber heimlich tun wir es doch, aber psch. Aber wir sind doch selbst im Untergrund. Vor den Menschen, ja. Ja, aber die Werwölfe ja in der Stadt auch vor uns. Also nicht nur vor den Menschen, wobei sie da wahrscheinlich leichteres Spiel haben, sich da irgendwie zwischenzumogeln, weil sie ja auch bei Tag raus können und so weiter, aber so generell. Also ich denke einfach, dass wir uns nur in Ruhe gelassen haben, nichts voneinander wissen, aber also wieso sollten sie im Untergrund leben, wenn wir es, also so wie wir, ja, aber sie können auch sogar tagsüber rumlaufen. Ja, aber nicht nicht nachts in der Stadt. Und ich finde, das muss man schon wissen dann irgendwie, wenn das auch nicht tags in der Stadt, weil unsere Ghule sie sehen würden und das wäre eine Verletzung des Abkommens. Aber ob unsere Ghule das erkennen würden, das weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben das doch auch nicht unbedingt sofort erkannt. Also, aber auf jeden Fall nicht nachts, wenn Vampire Auren lesen können und sagen können, das ist einer. Wir schwenken nochmal kurz rüber zu William, der die Straße entlang tigert, auf der Suche nach irgendetwas, was ihn nach einer U-Bahn-Station aussieht. Und dann es tatsächlich um die nächste Ecke biegt, als du eine U-Bahn-Station, also so einen Eingang siehst zu U-Bahn. Ich weiß gar nicht, ob Chicago überhaupt eine U-Bahn hat, aber in meinem Chicago hat Chicago eine U-Bahn. Und ja, siehst dann den U-Bahn-Eingang und ja, in diesem Augenblick beginnen auch bei dir zuerst die Lichter zu flackern, es kommt die zweite Explosion und irgendwann sind die Straßenlaternen dann auch erloschen bei dir. Na toll. Jetzt wird mir auch noch mein Spotlight genommen. Das ist gar nicht gut, nein, nein. Wie soll denn jetzt die scheiß U-Bahn, die übrigens wie in Wuppertal, nee, nicht ganz so wie in Wuppertal, da schwebt sie ja, eher so wie in Berlin überirdisch auf Gleisen fährt, glaube ich, in Chicago, wenn ich mich nicht ganz vertue. Aber die fährt nicht ohne Strom. Das ist nicht gut. Ich will aber auch kein Auto klauen. Ich bin ein guter Mensch. Hm. Was könnte ich jetzt tun? Was könnte ich jetzt tun? Ah, ich begebe mich auf die Suche nach einer Telefonzelle. Ja, heutzutage eine Telefonzelle zu suchen, kann man machen. Dauert wahrscheinlich. Du läufst irgendwie durch die Straßen und selbst für einen Vampir ist es in der Dunkelheit nicht so einfach, gerade wenn man seine Siri nicht dabei hat und kein Licht mit dem Handy machen kann und eine Taschenlampe auch nicht parat ist. Du siehst hin und wieder bei einigen von den Wohnhäusern, dass da irgendwie so flackerndes Licht irgendwie ganz wenig Licht, aber an den Fenstern ist. Wahrscheinlich hat irgendwo einer eine Kerze angezündet oder sonst irgendwas. Vielleicht hast du ein Feuerzeug oder sowas. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, irgendwie halbwegs Licht zu machen. Ansonsten ist die einzige Beleuchtung, die du hast, diese unglaublich hohe Flammensäule, die immer aber an der Tat ein bisschen Licht in der Stadt fabriziert. Dann versuche ich mich mal ein wenig zu orientieren, in welche Richtung es denn zur Wohnung geht. Ich möchte nicht gegrillt werden. Nein, nein, das möchte ich nicht. Du läufst instinktiv in die Richtung, in der du die Wohnung vermutest. Biegst um die nächste Straßenecke und siehst dann vor dir Leute, das erste Mal, seit du jetzt irgendwie losgelaufen bist und seit die anderen Vampire dich verlassen haben, Leute auf der Straße. Wie 3 Personen, die da auf der anderen Straßenseite wie gerade irgendwas machen. Die stehen da. Oh, dann verstecke ich mich hinterm Auto und beobachte die 3. Ja, die kommen näher. Laufen relativ schnell die Straße entlang und als sie ein bisschen näher kommen und wenn du verweilst, kannst du ja, oder vielleicht möchtest du dich ja auch, möchtest du, dass sie dich ignorieren? Ja, ist ja... Ich würde gerne mich verdunkeln. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Der verdunkelte William sitzt hinter dem Auto. Und als sie näher kommen, merkst du, dass das keine normalen Personen sind, sondern teilweise grotesk verzogene Parodien von Menschen. Und das Schlimmste ist, sie haben anstatt von Händen, also sie haben Hände, aber die Hände sind unnatürlich groß und sie haben keine Finger, sondern sowas wie, ja, so Kellen oder sowas. Also die Finger sind zusammengewachsen. Und teilweise sind die Gesichter verzogen. Nee, einer von denen hinkt, aber läuft trotzdem ziemlich schnell. Oh, ich glaube, ich bleibe in Deckung. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bleibe in Deckung und versuche, wenn sie dann an mir vorbeigelaufen sind, sie zu verfolgen. Unauffällig. Nichts fällt dir einfacher in als ein verdunkelter Vampir, der diesen 3 hinterherläuft. Gut, dann verfolgst du sie und sie laufen, wie gesagt, relativ, also sind nicht übernatürlich schnell, aber sie laufen halt, also im Laufschritt. Und selbst der eine, der hinkt, ist relativ fix unterwegs. Und sie scheinen Richtung, ja, Innenstadt zu laufen. Also in Richtung Succubus Club, da wo du gerade herkommst. Also eigentlich gar nicht deine Richtung. Oh, die Neugierde, die Neugierde. Ich bleib mal an denen dran. Wenn du sie weiterverfolgst, siehst du auch, dass sie merkt, also die kommen, wenn du näher ranläufst, kannst du auch mehr erkennen. Und je länger du sie verfolgst, desto mehr Details kannst du erkennen. Das ist halt wirklich, dass die Hände und die Arme von denen halt grotesk verzogen sind. Der eine hat ein schiefes Gesicht, der eine hat einen Klumpfuß. Und einer scheint irgendwie auch so den Oberkörper so leicht verdreht zu haben. Und die Klamotten von denen sind unglaublich schmutzig. So als hätten die sich irgendwo in einem nassen Dreck gesuhlt oder so. Auch die Haare sind strähnig und teilweise noch mit Erde bedeckt. Also Erdklumpen drin. Die sollten mal eine Dusche nehmen oder zwei. Einer, also der hinkt, hat auch gar keine Schuhe an. Der dickere Klumpfuß von dem sieht eher aus wie so eine Art Huf, deswegen hinkt er halt so. Die sind mir nicht koscher. Aber ich bleib trotzdem mal dran. Die reden auch nicht miteinander, die scheinen halt irgendwie ganz schnurstracks immer geradeaus zu laufen. Und William verfolgt sie. Während bei Jonathan, Melina und Emma ja jetzt ein Richtungswechsel passiert ist und sie zu Fuß Richtung dem Hochhausgebäude unterwegs sind, in dem ja euer Prinz anwesend ist meistens. Der Prinz war ja auch im Succubus Club. Ob er überlebt hat, gute Frage. Und ja, ihr erreicht das Gebäude auch. Und ja, es ist wie überall inzwischen kein Licht zu sehen. Wie auch hier zwischendurch in den einzelnen Wohnhäusern vielleicht hier und da eine Kerze, die angemacht wird. Aber sonst, man sieht hier also vielleicht in dem Hochhaus unten in der Lobby vielleicht zwei Mitarbeiter mit Taschenlampen hantieren. Und der Rest der Beleuchtung wird halt wirklich gebracht von diesem großen Feuer, das immer noch nicht aufgehört hat. Sieht nahezu gespenstig aus, die Stadt. Oh Gott, was ist, wenn den anderen was passiert ist? Ich hoffe nicht. Ja. Ihr nähert euch dem Gebäude und dann hört ihr Schreie aus einer Seitenstraße. Guck mal die beiden Mädels an. Ich gehe vorsichtig in Richtung der Straße. Ja, ich bin da nicht scharf drauf, aber ich befürchte, alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Also. Ja, läufst schnell rüber und blickst so kurz um die Ecke, um in die Straße reinzublicken und siehst tatsächlich so eine mehrere Personen. Wenn du es nicht, ja, also du siehst ja das. Also dein Kopf weigert sich eine Sekunde lang, das war so wahrzunehmen, aber da stürzen sich gerade 4 Personen auf eine Gruppe von ungefähr 10 anderen Personen. Und es fließt jede Menge Blut, weil eine Person springt quasi gerade in dem Augenblick, in dem du um die Ecke schaust, quasi von so einer Mülltonne herunter, wirft wahrscheinlich eine Frau, so die gerade weglaufen will, springt er auf den Rücken und diese Gestalt erhebt kurz den Kopf und scheint ihre Hauer dann in den Hals der Frau zu schlagen, die am Boden liegt. Es sieht so aus, als ob da gerade 4 Vampire in einer Gruppe von 10 Menschen gerade ziemlich ja, zerlegen. Ja. mal. Ich komme kurz um die Ecke zurück und schaue die anderen verzweifelt an. Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich helfen soll. Lass mich mal einen Blick riskieren. Ich schau mal. Ich würde mir mal die Auren angucken. Mhm. Ob die von reiner Mordlust getrieben sind, die Vampire, oder ob die ja nur überleben wollen. Ja, 3 Erfolge. Ja. Ja, Mordlust siehst du auf jeden Fall. Nee, die Schwierigkeit ist 8. Ach so, Schwierigkeit ist 8. Aber dann kein Erfolg. Dann liest du die Mordlust daran ab, was sie gerade tun. Das sieht schon sehr mordlustig aus. Da muss man keine Auren lesen, um das zu sehen. Ja. Ja. Ich bin zu sehr in der V5 inzwischen, wenn ich die 6. automatisch als Erfolg ansehe. Mhm. Tja, ich habe keine Ahnung. Es gibt an den Vampiren... Der nächste Feld. Also die Frauen... Ja, bitte? Und der nächste Feld. Die laufen alle in andere Richtung weg, aber... Ja, gibt es an den Vampiren irgendwas besondere Erkennungsmerkmal, irgendwas, was mir seltsam vorkommt? Haben die gerade Erde an den Klamotten? Nein. Oder... Nein. Ich zucke mit den Schultern. Ich denke, da können wir jetzt nichts tun. Ich befürchte das auch. Mist. In dem Augenblick siehst du einen der Vampire, wie er irgendwie sich ja, zu einem fliehenden Mann umdreht und einen Schritt nach links macht in den Schatten rein. Ich meine, es ist fast überall Schatten inzwischen. Und dann aus deinem Sichtfeld verschwindet, als ob der vom Schatten verschluckt wurde. Was ist, wenn die Vampire jetzt auch alle am Rad drehen? Wir sollten hier einfach verschwinden. Ja. Ich würde natürlich doch mal die Sache mit William diskutieren, aber wenn es nach mir geht, verschwinden wir sogar aus der Stadt. Ich hoffe, William ist auf dem Weg zu. Ich wollte das jetzt, also nicht, dass ich uns jetzt hier große Chancen ausrechne, aber ihr wollt jetzt einfach sagen, und Tschüssikowski, das war's jetzt? Wir werden es mit William diskutieren, denke ich. Oh, Scheiße. Gut. Also doch nicht in den Tower? Doch, ich will da rein. Ich will wissen, wo der ist. Ach so, stimmt ja, genau. Okay. Selbst gerade verwirrt. Ja, da waren wir auf dem Weg hin. Ein Maskeradebruch, der getilgt werden sollte. Ja, genau. Ich glaube, in diesem Augenblick interessiert gerade die 4 Vampire wird das nicht interessieren. Nee. Ja, gut. Die geht in den Tower und seht da in der Lobby, wie gesagt, einige Leute. Das haben sich so auch wahrscheinlich einige Nachbarn oder so irgendwie hinter der großen Fassade des Empfangstisch irgendwie, die hocken da und ja, mehrere Frauen, Kinder und auch einige ältere Leute sitzen da und ja, als sie dann irgendwie in den Lobbybereich eintretet, kommen sofort irgendwie 2 von diesen Sicherheitsbeamten, reichten so eine Knarre auf euch. Halt! Ich nehme die Hände hoch und sage, ruhig. Wir sind nicht in feindlicher Absicht hier. Zum Lied darüber. Das hat der da auch gesagt. Wer da? Schaust zur Seite und siehst einen Aschehaufen. Was wollte er denn dann wirklich hier? Was weiß ich? Angefangen? Hat er euch einfach angefallen? Mhm. Hat er irgendetwas gesagt? Hallo? Mehr nicht. Nein. Ist das in Ordnung, wenn ich mir das mal anschaue? Keinen Zwang an, aber komm nicht näher. Hm. Ihr einen, ich beschreibe mal Menele, Mann gesehen, die letzten paar Stunden hier. Ist er rein oder raus? Nein. Danke. Dann gucke ich mal den Aschehaufen an, guck mal, ob ich irgendwelche Reste finde, die Kreditkarten, Personalausweise. Gut, das sind keine Attentäter, aber ja, man kann es ja versuchen. Niemand, der dir was sagt. Ja. Also findest Kreditkarten, Personalausweis. Aber sind Bedienstete vom Sagestockwerk Nummer des Prinzen da erreichbar? Das Stockwerk ist abgeriegelt. Wisst ihr, ob da noch wer drin ist? Immer, wenn der Strom ausfällt. Ja, aber ist da noch wer drin? Bin ich nicht befugt für, zu wissen, ob da jemand drin ist. Interessiert mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob da jemand drin ist. Ein Freund von uns wohnt dort. Ist es in Ordnung, wenn wir nachsehen gehen? Viel Spaß, die 20 Stockwerke hoch. Ja. Morgenübung und so. Wir gehen dann hier außen um euch drum herum. Ja, schön Abstand halten. Ja, ist in Ordnung. Die Frau scheint einen Schock zu haben, sie braucht Wasser. No shit, Sherlock. Ich bin Doktor. Gut für dich. Geh weiter. No shit, Sherlock. Ja, ihr, ja, einmal Treppenhaus und jetzt geht das Gelaufe los. Ja, gut, dass wir William haben, der auch läuft, allerdings sehr viel unauffälliger und tatsächlich auch dann relativ schnell eine Gruppe von Leuten, die so ein Geschäft gerade plündern wollen, sieht. Also so die Fenster, die mit irgendwas schweren Mülleimer oder sonst irgendwas, das Fenster eingeschlagen. Irgend so ein Juwelierladen oder sowas. Und gerade dabei sind, da einzusteigen, als die drei Leute, die du gerade verfolgst, deren gewahr werden, beschleunigen sie abermals ihren Schritt und fallen über diese Leute her. Falls du nichts unternimmst. Du kannst ja weiter beobachten. Okay, also sie laufen, also greifen sie jetzt schon an, weil ich habe das gerade, Entschuldigung, ihr Roboter hat heute bei uns extrem und deswegen habe ich das nicht ganz genau. Ich habe auch heute echt eine schwierige Verbindung. Die drei greifen. Ja, heute ist wirklich egal. Die drei greifen jetzt an oder eine Gruppe von Leuten, die überfallen jetzt gerade den Juwelier? Da sind gerade so ein paar Hanseln, die überfallen gerade ein Geschäft, so ein Juwelierladen. Und die drei Hanseln, die du verfolgst, greifen gerade die an, die sich da an dem Juwelierladen gütlich tun wollen. Okay, dann beobachte ich erstmal nur weiter. Wenn du die beobachtest, dann wird das ein ziemlich blutiges Massaker. Die fallen über die her, reißen denen die Köpfe ab, Arme ab, beginnen die Herzen zu essen, Blut zu trinken. Das sind drei? Ja. Okay. Allerdings scheinen sie ziemlich stark zu sein. Ja, deswegen bleibe ich erstmal im Hintergrund. Ich werde sie schon früher oder später auseinandernehmen, aber mein Verstand. Sie wirken, auch in diesem Moment, wer hätte es gedacht, weniger wie Menschen als eher wie Tiere. Ja, das, was habe ich noch mal gesehen in dem letzten Film? Ich meine, Interview mit einem Vampir, Holzflock. Ja, ein Holzflock. Mhm. Willst du dir einen bauen? Ich suche mir zumindest mal einen Baum und ja, es gibt auch genug kaputtes Material in diesem Geschäft da. Also eine kaputte Vitrine oder sowas, wo halt zerstörtes Holz ist, wo du Teile dran abbrechen kannst und hier als Flock improvisieren kannst. Ja, das mache ich. Das ist eine gute Idee, aber ich bleibe trotzdem weiterhin erstmal in Deckung und verfolge. Also du wirst damit deine Verdunklung brechen, wenn du das irgendwie aufhebst und kontrollierst und abreißt oder so, aber du kannst die ja erstmal ein Stück weglaufen lassen und dann die Verdunklung brechen, ja, abreißen und dann dich wieder verdunkeln und die verfolgen. Die sind auch nicht so schnell, dass du sie jetzt du bist ja ziemlich durchtrainierter Sportler, das heißt, du wirst sie relativ schnell wieder einholen, wenn du möchtest. Genau, genau so mache ich das. Ja. Gut, sie laufen weiter Richtung Innenstadt und irgendwann erreicht ihr auch die Höhe des Succubus Clubs. Und du hast jetzt inzwischen auch andere Gruppen gesehen, die ähnlich aussehen wie diese drei. Mal wie 4, viele? Mal 2. Da scheinen unzählige jetzt durch die Straßen zu stromern. Okay. Die haben alle Missbildungen, oder? Teils. Die meisten von denen haben halt merkwürdig verformte Hände. Das haben alle gemeinsam. Also von denen, die William sieht. Naja, wie gesagt, ich bleibe erstmal in Deckung und warte eine günstige Gelegenheit ab. Wenn nicht so viele da sind. 3 ist einer zu viel. Mhm. Ja, du kannst dich ja in einer Gruppe dann die Gruppe wechseln und eine Gruppe von 2 von denen verfolgen. Das ist durchaus möglich. Ja, dann werde ich das selbstverständlich tun. Ja, die beginnen inzwischen ja auch Wohnhäuser irgendwie anzuattackieren, halt Türen aufzubrechen, durch Fenster durchzulaufen. Also sobald die irgendwie gewahr werden, dass da irgendwelche Menschen oder so drin sind, also wenn wir irgendwo so ein flackerndes Licht oder so hören, sofort sind die da drin und schlagen die Türen ein, die Fenster, zerren die auf die offene Straße und ja, dann kannst du sehen auch, ne, also da hast du eben ja schon gesehen, dass sie ihre Vampirzähne in den Hälsen vergraben, die ausweiden. Es ist nicht schön. Kein schöner Anblick. Es ist so, als würde dir vor Augen geführt, was irgendwie die älteren Vampire dir mal gesagt haben, was passieren würde, wenn man dem inneren Tier nachgibt. Okay, also ich verfolge jetzt die Gruppe der 2 und warte jetzt mal, bis sie irgendwann wieder irgendwas anstellen und dann werde ich handeln. Okay. Ja, dann sind die gerade dabei, irgendwie so ein Fenster einzuschlagen. Dann kannst du handeln. Du hörst von drinnen irgendwie ein Schluchzen und ein Ah! und ein paar Schüsse. Siehst dann, wie der eine von denen so kurz zusammen zurückzuckt. Sind denn beide schon drin oder ist einer noch draußen? Die sind halt dabei, gerade das Fenster irgendwie kaputt zu hauen. Also mit bloßen Händen. Die kommen halt anscheinend nicht auf die Idee, irgendwas Schweres da reinzuschmeißen oder so. Die versuchen gerade mit bloßer Faust das Fenster einzuschlagen. Gut, dann gehe ich halt ein bisschen näher. Aber so... Also ich warte ab, bis einer ins Fenster reingestiegen ist und der zweite eben gerade versucht einzusteigen. Und dann versuche ich ihm von hinten... Also einfach den Schluck. Fenster splittert, irgendwie, du hörst von drinnen halt die Schüsse, der eine wird halt so zweimal kurz so zurückgeschlagen, dreht sich in dem Moment aus dem Tick zu dir um, du siehst halt die Schrotladung der Pumpgun oder was auch immer das war, halt irgendwie einen dicken, blutigen Fleck auf seiner Kleidung hinterlassen hat. Er dreht sich so langsam wieder rum, klettert dann in den Fensterrahmen rein und der andere, wartet, kurz, bis er irgendwie da eingeklettert ist und dann halt hättest die Möglichkeit, den Unangeschlagenen jetzt zu attackieren. Genau, und das mache ich jetzt auch. Also ich warte quasi, bis er sich auch versucht hochzuziehen und hau ihn dann von hinten den Flock durch die Brust. Ja, super Idee. Dann... Hallo, das habe ich im Fernsehen gesehen. Das macht man so. Ja, in den alten Vampirfilmen, genau. Ich lasse dich da jetzt auch gar nicht drauf würfeln, weil das ist relativ, du kannst lang, wenn du das möchtest, kannst du relativ lange und genug tun, zielen und ja, und abwarten. Dich sieht ja niemand, also vielleicht sehen sie dich, aber sie ignorieren dich halt, ne? Und dann macht es zack und ja, ich halte William für einen so guten Kämpfer, dass er genau abschätzen kann, wo er hintrifft und ja, der wird zu Staub zerfallen. Also nee, er wird nicht, ne, stopp, Flocken macht ja keinen Staub, die sind in der Starre, genau. Wenn du geflockt bist, bist du in Starre. Das heißt, er wird in der Bewegung erstarren und sich nicht mehr bewegen. Ja, das ist sehr gut, aber schlecht ist... Der zweite ist gerade reingekrabbelt und versucht drin auf die Beine zu kommen und du siehst halt drin so einen jüngeren Kerl, der halt seine Pumpgun nachlädt. Ja, dann schnappe ich mir halt irgendwas, was da rumliegt und kletter hinterher und springe ihn erstmal von hinten an und nehme ihn von hinten in ein Chokehold. Das ist gut, das kann ich. Ja, also den Vampir, ne? Ja, logisch. Ja, den Menschen wäre ein bisschen auch doof. Hier, das soll dir relativ ohne Probleme gelingen. Der ist gerade relativ angeschlagen, hat er gerade 2 Schrotladungen kassiert und ist dann durch die Reste des gesplitterten Fensters durchgekrochen, regelrecht, und versucht sich jetzt gerade aufzurichten. Hat überhaupt keine Idee, dass du da hinten dran bist und du springst ihn von hinten an und nimmst ihn in einen Chokehold. Das ist so ein Würgegriff, ne? Genau. Ja, du erwartest halt, wie das bei einem Würgegriff so ist, dass die Leute dann ja, keine Luft kriegen. Allerdings scheint er damit überhaupt keinen Vertrag zu haben. Also du hast das Einzige, was du damit erreichst, dass du ihn festhältst. Aber er scheint weder noch dadurch Kraft zu verlieren, noch irgendwie zu würgen oder zu Luftatemnot zu bekommen oder so. Oh, Jüngchen, pass auf! Da hast du einen Stuhl hier! Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch halten kann. Der andere Typ hat gerade das Ding fertig geladen, guckt dich dann mit so offenen Augen an und hat mit der zitternden Knarre. Werf ihn zum Boden! Werf ihn zum Boden! Auch das ist keine gute Idee, denn ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, das ist Halloween. Was? Naja, pass auf. Der denkt anscheinend. Guck ihn dir an, er ist ein Vampir. Der ist verrückt. Wie bist du denn drauf? Kannst du auch normal reden? Das kann ich schon, aber das wäre nicht das, was man von mir erwartet. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Er hat 2 Salven geschluckt, das überlebt keiner. Und der läuft trotzdem weiter. Vielleicht hat er eine schusssichere Weste oder so. Naja, wenn man es genau nimmt, läuft er gerade nicht. Aber das nur am Rande. Aber ist ja nicht so schlimm. Pass auf, geh mal raus. Hä? Du sollst rausgehen. Das ist mein Haus. Du kannst ja gleich wiederkommen. Mach mal eine Probe auf. Was nehmen wir denn mal? Auf jeden Fall nehmen wir hier Einschüchtern. Und... du kannst ja mal wählen, wie du versuchst, also du hast ja gerade so ein bisschen böse geredet, ne? Manipulation eher so mit Worten böse sein oder eher so über deinen Ausdruck im Gesicht gerade irgendwie, ihn irgendwie anzufauchen oder so, dass er gehen soll. Wie würdest du das machen? Eher über meinen Ausdruck, über meinen Charme und mein Charisma. Ja, dann mach doch Charisma und Einschüchtern. Wenn du den deutschen Buch hast, ich weiß es gerade nicht. Moment, nee, ich habe den englischen. Moment, ich schau mal eben, wie es auf Englisch ist. Ich habe natürlich jetzt nur den Deutschen aufgemacht, ich Idiot. Ausdruck müsste Performance sein. Nee, Ausdruck nehmen wir nicht. Wir nehmen ja Charisma, das müsste auch Charisma bleiben. Und einschüchtern müsste Intimidate oder so sein. Intimidate sein, ja, Intimidation. Ja, Intimidation, genau. Ja, perfekt. 6 plus ist ein Erfolg, das heißt, du hast 4 Erfolge. 5. 5 Erfolge, ja genau. Da hinten sehe ich auch noch eine 7. Ja, der scheint in dem Moment, wo du ihn so böse anfauchst und irgendwie verpiss dich hier oder sowas rufst oder geh raus, ja, vor dir zurückzuweichen und in das nächste Zimmer halt zurückzugehen. Ja, wie ist denn das Interieur in diesem Zimmer? Das ist ein, wahrscheinlich so eine Art Schlafzimmer. Also ein Bett anrichten. Okay, dann versuche ich mal den Typen, jeder hat Kleiderbügel aus Holz, ist ja ganz normal. Deswegen versuche ich den Typen erstmal Richtung Schrank zu schieben und ein Kleiderbügel zu greifen. Ja, der wehrt sich und ist auch gar nicht so schwach. Also der muss schon ein bisschen, also muss schon mit den beiden, du hast ja diesen Würgegriff, muss schon beide Hände ordentlich stark anspannen, um den halten zu können. Ich weiß nicht, ob du das ohne Probleme hinkriegst, jetzt einen Arm loszulassen im Haltegriff. Trotzdem versuchen, einen Kleiderbügel aus dem Schrank zu holen. Ob ich es hinkriege, den Kleiderbügel? Die Frage ist, also du wirst es nicht ohne Probleme schaffen. Ich werde dich dann würfeln lassen, ob du das schaffst. Deswegen, möchtest du den Würfelwurf machen oder würdest du ihn lieber sicher festhalten und eine andere Idee verfolgen? Nein. Ich habe das gesehen in ganz vielen Filmen und anders geht's nun mal nicht. Mhm. Ja, ich kann ihn jetzt noch Stunden festhalten, gut, aber es macht ja keinen Sinn. Einmal Stärke und Brawl. Stärke und Brawl, das kann ich. Strength und Brawl, ja. Ja, das sind ein Erfolg. 2. Nee, die 1 negiert die Erfolge, oder? Du hast eine 7 und eine 6 und die 1 negiert einen Erfolg. Einen Erfolg. Das reicht mir nicht aus, um ihn festhalten zu können. Das heißt, er wird sich losreißen und in dem Moment, als du nach dem Kleider, also dass du den Haltegriff lockerst und der eine Arm wegziehst und in den Schrank reingreifst, den Kleiderbügel in der Hand hast, reißt er sich los und dreht sich zu dir um und faucht ihr ins Gesicht. Ja, kann er ja machen. Dann ziehe ich halt mit dem Kleiderbügel durch. Ja. Also es ist wirklich auch ein klassischer Holzkleiderbügel. Hast du Glück. Und ja, machst nochmal einen, wenn du mit dem Holzkleiderbügel nach ihm stechen möchtest, mach mal eine Dexterity und Melee-Attacke. Oder Melee. Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Melee. Das sind... Warte mal. 1, 2... Da fehlt ein Würfel. Warum fehlt da ein Würfel? Ach nee, da. Entschuldigung. Ja, der ist etwas unten abgeknickt. Das sind 2 Erfolge. 2, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, das heißt, du wirst ihn mit diesem Kleiderbügel halt auch irgendwie treffen. Du versuchst ihn halt ja auch in Herzhöhe wahrscheinlich zu treffen. Aber mit 2 Erfolgen... Ja. Schaffst es nicht ganz, irgendwie die richtige Stelle zu erwischen. Und er wuchtelt auch mit seinen Armen irgendwie da vorne rum. Und das heißt, du triffst ihn, aber daneben. Ja. Und dann wird er mal versuchen, mit seinen merkwürdig verformten Händen nach dir zu schlagen. Ah, Moment, der ist ein bisschen stärker, aber er ist nicht so geschickt. Moment zumindest. Ja, und er patzt. Kein Erfolg. Und 2 Einsen. Das heißt, ja, Patzer. Das heißt, in dem Moment, dass du ihm den Bügel halt vorne neben das Herz rammst und er versucht mit seinen unkontrollierten Bewegungen nach deinem Kopf zu schlagen, fällt er vorne über, weil er irgendwie aufgrund seiner Verletzung wahrscheinlich sein Gleichgewicht irgendwie falsch berechnet hat und landet neben dir auf dem Bauch, auf dem Boden und rammt sich den Kleiderbügel noch weiter ins Fleisch hinein. Stoppt dann auf der anderen Seite des Körpers hinten wieder raus. Ja, dann greife ich mir halt einen zweiten Kleiderbügel. Mhm. Und finish. Trete ihn ein Stück weg. Ja. Und finishe ihn, genau. Ja. Okay, das sieht sehr episch und stylisch aus. Das lasse ich dir ohne Würfeln irgendwie jetzt durchgehen. Also allgemein, das Kampfsystem ist gerade total messy, aber ich finde es gerade ganz in Ordnung. Hoffentlich passt das für euch auch. Ja, und ja, treibst in den Kleiderbügel rein und auch der ist dann gestunt. Also, ja, in Starre. Bewegt sich nicht mehr. Ja, dann schnappe ich ihn und schmeiß ihn aus dem Fenster. Mhm. Ja. Kletter hinterher und schnapp mir die beiden am Schlawittchen und würde sie erstmal irgendwo ablagern, wo sie keiner vermisst und keiner entdeckt. Keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, in der Mülltonne oder was auch immer. Gut, dann wechseln wir wieder rüber zu den anderen 3. Die das Treppenhaus hochlaufen und dann irgendwann auch oben ankommen. Gott sei Dank seid ihr als Vampire nicht in der Lage, Erschöpfung also körperliche Erschöpfung in der Form wie Menschen zu verspüren. Ja, aber wenn ihr jetzt noch Mensch gewesen wärt, wäre das ein ziemlicher Gewaltmarsch, die 20 Stockwerke hoch gewesen. Die Treppentür zum Geschoss, in dem der Prinz allerdings ist, mit einem Feuerschott versehen. Und die Tür ist zu. Sieht ziemlich stabil aus. Das hatte ich befürchtet. Er sagte ja schon, dass die ganze Wohnung jedes Mal abgeriegelt wird, sobald ein Stromausfall ist. Und wir waren da ja drin. Wir wissen ja, wie viele Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitstüren und nochmal eine extra Zwischentür und so er hat. Also da werden wir wohl so nicht reinkommen. Aber die Frage ist halt, ob wir irgendwie... Nee, wenn die Kameras alle nicht funktionieren, können wir natürlich... Hat er nicht gesagt, er hat ein Notstromaggregat? Mhm. Können wir vielleicht doch über die Kameras auf uns aufmerksam machen und irgendwie reingelassen werden, weil wir als die erkannt werden, die wir sind? Wir sind schließlich Freunde des Prinzen. Ich wedel mal vor der Tür rum und wink da in die Kamera und so, hallo, können wir rein? Da hängt zwar eine Kamera, aber man sieht auch, dass dieses Lämpchen aus ist, was normalerweise immer blinkt. Wie dringend wollen wir hier rein? Du bist gerade 20 Stockwerke hier hochgelaufen, um vor der Tür zu stehen, oder was? Wie dringend möchtest du hier rein? Hat jemand ein Feuerzeug dabei? Ah, nein, ich kann selbst Feuer produzieren. Dann würde ich die Damen bitten, 2 Stockwerke nach unten zu gehen. Okay, wenn er was mit Feuer macht, bin ich dafür, ganz schnell aus dem Weg zu gehen. Warte ich, bis die Damen nach unten gegangen sind und denke mir noch mal kurz, das wird so schief gehen. Aber zuck dann mit den Schultern und versuche, eine Stange Dynamit heraufzubeschwören. Nicht permanent, weil die soll ja nicht ewig hier bleiben. Mhm. Und dann detonieren. Oh, ja, ich werde gekrault. Danke, Most. Ja. Jeder Stream, in dem ich gekrault werde, ist ein guter Stream. Auf jeden Fall. Ja, wie ist da die Schwierigkeit? Da ist die Schwierigkeit 6 und je mehr Erfolge, desto genauer wird quasi der Gegenstand abgebildet, den ich habe. Ja, das sieht doch ziemlich gut aus. Ja, wollte gerade sagen, ja. Dann gucke ich mal, wo ich das Ding so platzieren kann, dass es irgendwie Druck auf die Tür ausübt. Also flach auf die Tür machen wäre, glaube ich, kontraproduktiv, wenn man das irgendwie zwischen Wand und Tür einklemmen kann oder hinter so einen Scharnierriegel von der Tür oder ich weiß nicht genau, wie die beschaffen ist. Ja, mach mal einen Test auf Intelligence und Larceny, um mal so einen vernünftigen Punkt zu kriegen. Larceny? Mhm. Okay, wenn du das sagst. Das ist halt zum Einbrechen, ne? Ja, es macht Sinn. Gegen 6 nehme ich an. Mhm. Ein Erfolg. Ja, dann findest du zumindest eine Stelle, die dir ganz vielversprechend aussieht. Ja, dann da die Stange rein. Scheiße, ich muss das Feuer auch noch beschwören. Moment. Mhm. Versuche... Flamme bei mir auf dem Finger zu beschwören. Na gut, ein Erfolg müsste reichen für die Zündschnur anzuzünden. Dann renne ich die Treppe runter. In Deckung! Und dann würde dann auch quasi so irgendwann BOOM! Und es gibt eine Detonation über euch. So, und das ganze Gebäude fällt. Ich hoffe, die Tür ist offen. Was Besseres mir nicht eingefallen. Ja, tackle ich wieder hoch. Ja, und du hast tatsächlich die Tür weggesprengt. Ja. Okay, ich hoffe, es sind nicht allzu viele. Also du hast eigentlich eher so die Wand weggesprengt neben der Tür, wo du es dazwischen geklemmt hast, aber die Tür ist verbogen. Ja, dann würde ich mich einfach an der verbogenen Tür vorbeidrücken durch das Loch in der Wand. Ja, da gucke ich mich mal drin um. Ich sehe hier niemanden, ihr könnt reinkommen, die Damen. Ja, dann gehen wir doch mal hinterher. Dann gehen wir doch mal los und gehen mal so weit rein, wie wir können. Rufen dabei Hallo, hallo. Wir sind ja ein freundlicher Mist. Wir wollten gar nicht einbrechen. Ja, aber ihr habt uns die Tür nicht aufgemacht. Also, wir hatten keine andere Wahl. Es ist erstmal der altbekannte Gang, in dem ja auch der Fahrstuhl eigentlich mündet, der dann zum eigentlichen Inneren des Gebäudes führt. Und ja, dann seid ihr relativ schnell halt auch in den inneren Gebäudeteilen. Man sieht, dass so Blastschutzrolletten runtergelassen wurden. Und also in dem Sinne auch wirkliche Blastschutzrolletten, also wirklich fettes, dickes Stahl sich über die Fenster gelegt hat. Und ja, das ist wirklich anscheinend hier so ein Safe-Room-eske Sache, die hier abläuft in diesem Apartment. Aber keine Antwort. Über das ganze Stockwerk, weil er hatte ja noch seine Art Panic Room da nochmal extra. Mhm, genau. Gar nichts gegen, ne? Also, aber das ist jetzt auch schon in diesen Vorräumen und in allem, was er sonst zur Wohnung. Also, okay. Er lebte sicher zu leben. Hast du unten gelesen, Joe fragt nach einer Pause, um Router neu zu starten? Achso, ja, dann machen wir nochmal, das habe ich nicht gelesen, weil ich den PDF auf hatte, Entschuldigung. Dann machen wir kurz eine Pause, damit der Joe den Router neu starten kann und gucken dann gleich, was die 3 Vampis da in dem Gebäude sehen. Bis gleich, so 5 Minuten, denke ich, 10, keine Ahnung. Tschüss. Tschüss. So, hallo, wir sind wieder da. Und der Router ist neu gestartet und wir hoffen, dass es jetzt besser klappt. Und ja, erleben ein ums andere Mal, dass Sonntagabends um diese Zeit Knotenpunkte in Großstädten etwas überlastet sind. Ja. Breitbandausbau und so. Mhm. Ja. Neuland, also, dieses Internet. Was gucken die auch alle Netflix, ja? Die haben alle Fernseher, können die doch anmachen. Ja, alle also, Smart-TVs. Inzwischen. Ja. Oder die gucken natürlich alle unseren Stream, das kann natürlich auch sein. Bestimmt. Ja, ja, okay. Also wir waren dabei, dass die drei Vampire, Melina, Jonathan und Emma, sich langsam ihren Weg durch das Apartment bahnen, das Apartment des Prinzen. Genau. Eine verbeutete Tür hinterlassen haben und genau, eine halbe Wand weggesprengt haben. Ne? Man sollte mal mit den Sicherheitsbeauftragten des Prinzen reden. Aber das hatten wir ja, glaube ich, schon mal das Thema. Die wollten ja nicht hören. Ja, dann von Raum zu Raum gucken, ob jemand da ist. Nee. Keiner da. Also auch wirklich kein Ghoul, kein... Und dann der Panikraum ist halt geschlossen. Den werden wir noch nicht gesprengt kriegen, glaube ich. Was auffällt, was beim letzten Mal nicht so war, als ihr hier wart, ist, im Wohnzimmer steht eine Gargoyle-Statue. Ich gehe so einen Schritt rückwärts aus dem Zimmer raus. Ah. Bewegt sich aber nicht. Aus Prinzip. Gut, niemand hier. Und jetzt? Ja, jetzt hat unser Plan nicht funktioniert, dann müssen wir jetzt doch zur Wohnung zurückkehren, unverrichteter Dinge. Also in der Hoffnung, dass uns was Besseres einfällt. Eben ja nicht hier oben getroffen, sondern mit dem Aufzug auf dem Weg nach unten. Da ist er zugestiegen. Wir könnten auch durchs Gebäude laufen und nach ihm rufen. Ich glaube nur nicht, dass das... ja, dass er hier auf irgendjemand von uns wartet. Wahrscheinlich keinen nicht. Anderen Anhaltspunkt, wo er sein könnte. Es war nur ein Versuch wert, weil hier der letzte Ort war, wo du ihn gesehen hast. Aber meint ihr nicht, dass wir jetzt Ärger kriegen, wenn wir die Räumlichkeiten des Prinzen aufgesprengt haben? Wer weiß es denn? Die Kameras waren aus. Die Kameras sind aus, kein Strom. Also hier oben in der Wohnung, wenn ihr jetzt hier rumlauft, seht ihr, dass ja auch, also die Lampen sind halt auch aus, aber es leuchten so Bewegungsmelder-LEDs, also so kleine, die halt, wenn ihr dran vorbeilauft, zack, gehen die an. Wenn ihr wieder weggeht, gehen die wieder aus. Batterie betrieben oder so. Hm. Oder Notstromaggregat. Dann werden die Kameras wieder an. Ja, und das würde heißen, wir kriegen Ärger. Hm. Ja, aber die Kameras sind aus. Haben wir gerade geguckt. Wir können ja auch mal sicherheitshalber in den Security-Raum reingehen. Wir wissen ja, wo der ist und wo die Kameras laufen. Da sind die Computer alle runtergefahren, alle weg. Ja. Also alle so, ohne Strom. Kameras aus. Haben insofern nichts zu befürchten. Ja, wir hauen jetzt einfach ab. Also ich meine, woher will denn wissen, dass wir es waren? Und selbst wenn, hier ist Krieg gerade. Hier sind alle Sachen erlaubt. Das siehst du doch. Hast du draußen gesehen. Wenn die Wand wegsprengen, stärker ahnden wollen, die sollen sich erstmal um andere Dinge kümmern, die da draußen gerade los sind. Während ihr euch da unterhaltet, hört ihr dann ein knirschendes Geräusch aus dem Wohnzimmer. Der Gargoyle! Ja, ich würde mal langsam Richtung Wohnzimmer gehen. Hallo, Herr Gargoyle. Und wenn die dahinter stecken? Die Gargoyles. Nein, aber die haben uns ausspülen. Die wollten uns schon hier irgendwie schlecht dastehen lassen. Wer weiß, ob die jetzt diese ganze Theater hier vorangetrieben haben. Das sind die Diener des Hauses Tremere. Ich glaube nicht, dass ein Haus Mitglieder von sich selbst zur Show angreifen lässt. Also gerade nicht die Tremere, sie sind zu stolz auf ihr Blut. Hm. Ich schaue dich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Oder was genau meinst du jetzt? Warst du nicht auch mal einer von ihnen? Richtig. Aber ich war nicht lang genug im Haus, um ihr Gedankengut zu übernehmen. Ich war wohl eine zu unschuldige Seele für sie. Glaube ich. Ja. Ihre Fähigkeiten sind mit Sicherheit beeindruckend, aber ja, Tremere. Wie funktionieren denn diese Tremere-Gargoyles? Sind die wie in der Zeichentrickserie, dass die sprechen können und so und dass man sich vernünftig mit denen interagieren kann und so? Na gut, irgendwie müssen sie die Informationen rauskriegen, die beobachtet haben, aber ich glaube nicht, dass ich darüber was gelernt habe, oder? Ja, du wirst mal, also das war jetzt in deinen Prioritäten nicht so weit hoch, die Rituale, um Gargoyles zu erschaffen oder mit denen zu interagieren. Ja, aber du hast das grobe Prinzip, weißt du. Also wie die Interaktion mit ihnen funktioniert. Ja, weil die reden, ich glaub nicht, dass sie reden können. Ach so. Ja, sie reden. Gut, dann latsche ich da mal rein. Entschuldigung, hallo Mr. Gargoyle. Der Gargoyle blickt dich an. Sie sind doch gut darin, Informationen rauszukriegen, nicht wahr? Stumm blickt er dich weiter an. Haben Sie in letzter Zeit irgendwas beobachten können, was darauf schließen könnte, dass eine Verschwörung in der Stadt am Gange ist, die versucht, Vampire gegen Werwölfe aufzuhetzen? Blick dich scheiterstumm an. Du siehst diese groteske Gargoyle-Fratze mit den Hörnern und halt dem Steingesicht und du hast da nur das Gefühl, dass die Augen so halbwegs menschlich sind und sich halt anblicken und du hast das Gefühl, der guckt in dich rein und mustert dich. Und also anscheinend müssen wir hier erstmal elementarer anfangen. Mr. Gargoyle, verstehen Sie mich? Können Sie nicken? Nicken geht so. Kannst du das? Vielleicht möchte er einfach nicht mit dir reden. Ich glaube nicht, dass diese Viecher kooperativ sind. Er verzieht so ein bisschen diese steinerne Miene und blickt dann an Melina vorbei Richtung Emma, als du Viecher sagst. Ich war wenigstens nett zu ihm. Ja, aber nicht zu dir. Stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass wir hier unsere Manieren vergessen müssen. Ich bin gerade nicht in der Laune, meine Manieren auszugraben. Ich bin eher in der Laune, mich in Sicherheit zu bringen. Naja, ich glaube, viel sicherer als hier drin ist im Moment nicht zu haben in der Stadt. Aber seit die Tür kaputt ist, glaube ich das nicht mehr. Na gut. You got a point there. Blickt so, als du sagst, Tür ist kaputt, blickt er so in deine Richtung. Ich war's nicht. Guck nicht so. Nee, also die draußen. Aber das, weißt du, Mr. Gargoyle, hier ist gerade richtig was los in der Stadt. Aufruhr, Krieg, alles kaputt, Strom weg und so. Und wenn wir jetzt nicht bald was unternehmen, Dann wird vielleicht noch die ganze Stadt hochgesprengt. 2 Explosionen gab es schon, ist schon einiges kaputt. Da sind riesige Flammen in der Stadt und alles brennt. Und also, wenn du in irgendeiner Form gewillt bist und irgendwie zur Seite zu stehen, dann wäre jetzt deine Chance, den Helden rauszukehren. Er macht so einen Gesichtsausdruck, als ob er so kurz mit sich selber ringt, ob er antworten soll oder nicht. Meint dann, ihr seid mir zu hektisch. Okay. Ja, das hat seinen Grund. Da draußen geht gerade die Welt unter. Ich muss so am langen Arm Emma auf die Schulter tippen, dass man halt von der Tür, wo der Gargoyle durchguckt, nur so meinen Arm kommen sieht. Emma dann wieder weggeht, weil, ja. Ja, dreh mich um. Seine Herren wurden gerade im Succubus Club abgemetzelt. Das würde ihn zur Bewegung bringen. Sehr gut. Das hören wir flüstern, ja? Gut. Mr. Gargoyle, ich versuche es langsamer. Ihr wisst, dass eure Herren heute Abend im Succubus Club waren? Warte auf Reaktion. Er nickt. Macht so ein knackendes, knirschendes Geräusch. Es wurde ein Werwolf gefangen genommen und er wurde im Succubus öffentlich hingerichtet. Wieder ein Knicken. Im letzten Moment hat er jedoch einen sehr lauten, sehr durchdringenden Schrei ausgestoßen, was anscheinend sein Ruf nach Verstärkung war. Dann haben fünf Werwölfe den Succubus Club komplett auseinandergenommen. Sehr viele sind gestorben. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch deine Herren. Das habe ich kaum gesehen. Die Stadt ist in Aufruhr. Plündernde Banden ziehen herum. Vampire greifen Menschen an. Tun sie das nicht immer? Ja, aber unkontrolliert, als hätten sie ihr inneres Tier die Kontrolle übernehmen lassen. Tun sie das nicht immer? Nicht so. Geh nach draußen und siehst dir an. So sind die sonst nicht. Ich komme nicht nach draußen. Die Rollläden sind runter. Kannst du nicht durch die Tür? Die Tür ist zu. Es ist ein Loch daneben, wo man durch kann. Gut. Was war sein Auftrag hier? Was hast du hier drin gemacht? Aufgepasst. Auf was? Die Wohnung ist leer. Auf die Wohnung. Super geklappt. Schaut dich so ein bisschen finster an. Naja, wie dem auch sei. Also, jedenfalls ist draußen richtig was los. Und wir hatten das Gefühl, dass hier eine dritte Gruppe, die wir nicht näher bezeichnen können, in der letzten Zeit einiges in die Hände genommen hat, um Vampire und Werwölfe gegeneinander aufzuhetzen und eben zu dieser Eskalation hinzuleiten, die heute Abend passiert ist. Du sagst nun, du hast es vorausgesehen, du hast das geahnt, das heißt, du wusstest davon? Ja. Hast du Beweise dafür, mit der wir irgendwo hingehen könnten, um zu versuchen, dem Ganzen Einhalt zu gebieten? Sonst zerstören sie die ganze Stadt. Was ist ein Beweis? Wahrscheinlich würde dein Wort, dass du es gesehen hast, schon reichen. Was hast du gesehen? Was weißt du? Und bist du bereit, mit uns zu kommen und das zu erzählen? Über die Verschwörung, über das Anzetteln dieses Kriegs, den wir jetzt vor unserer Haustür haben. Die Werwölfe greifen uns an und wir wehren uns. Glaube ich nicht. Das ist das, was das Konzil sagt. Ich bin Gargoyle des Konzils. Was hast du mit deinen eigenen Augen gesehen? Hast du gesehen, dass vor heute Abend Werwölfe die Vampire angegriffen haben? Kommt so einen Ticken näher, bis er so auf, fast schon auf Nadenspitze zu ist. Ich habe euch gesehen. Wir sind keine Werwölfe. Nein, seid ihr nicht. Du bist der, der bei uns gegenüber gesessen hat. Ich bin der einzige Gargoyle in der Stadt. Das wusste ich nicht. Dachte ich mir. Nun, auch uns hat man versucht, da hineinzuziehen. Wenn du uns so genau beobachtet hast, hast du gesehen, wer die Asche von Emmas Vater bei unserer Tür abgegeben hat? Von meinem Vater? Erschaffer, Verzeihung, falsches Wort. Oh. Nein, nicht der, Himmels Willen. Nikolai. Wer ist Nikolai? Der primogene Tremere. Ich werfe allen so ein, ich hab's euch ja gesagt, Blick zu. Sie hat's gesagt. Sie hat's gesagt. Sie hat was gesagt. Sie sagt viel. Sie sagte, dass das bestimmt die Tremere sind. Sie hatte recht. Nicht alle Tremere. Nikolai. Handelt er gegen die Pyramide? Das weiß ich nicht. Aber er ist ein schlechter Primogen. Warum? Weil er ist inkompetent. Trifft falsche und unkluge Entscheidungen. Redet mit den falschen Menschen und mit den falschen Vampiren. Strebt nach Macht. Wo er doch lieber die Macht leiten sollte. Unklug für einen Tremere. Oh ja, das Gefühl hatte ich auch schon bei ihm. Aber ich bin Gargoyle des Konzils und er ist Teil des Konzils. Genau. Also musst du auf ihn hören. Ich verstehe das schon. Aber trotzdem ist es dir doch nicht verboten, deine eigene Meinung zu haben und sie zu sagen, so wie jetzt, oder? Überleg kurz. Bin mir nicht sicher. Wo ist Nummer 4 und Nummer 5 eurer Gruppe? Das wüssten wir auch gerne. Ja, weißt du, William und Portia sind uns so ein bisschen abhanden gekommen durch den Aufruhr, den es gab. Wir sind in verschiedene Richtungen vor Werwölfen weggerannt und haben uns noch nicht alle wiedergefunden bis jetzt. Unklug. Richtig, aber jetzt nicht mehr zu ändern. Wo ist der Prinz der Stadt? Als ich ihn zuletzt sah, war er im Club. Dann... Wir hatten die Hoffnung, ihn hier zu treffen. Dann gehe ich ihn jetzt suchen. Das ist ein guter Anfang. Stapft mit schweren Schritten auf dich zu, weil du stehst ja in der Tür. Da geht's raus. Läuft zu dem Schott, dass er verbogen ist, wo die... Ich stelle mich schnell mit dem Rücken zur Tür, tu, als mir die Schuhe binde und halte mir so das Gesicht von der Seite zu. Schaut so zu dir. Schaut wieder desinteressiert weg, geht weiter. Siehst du, er gehört auch zu den falschen Entscheidungen, die der Primogen getroffen hat, ne? Mhm. Er ist einfach zu jung. Aber er ist ein feiner Kerl. Das wird sich zeigen. Er hat die Wohnung kaputt gemacht, glaube ich, oder? Biegt so den Rest von dem Shot so weg. Und stapft draußen ins Treppenhaus. Und dann hört ihr ihn die Treppe nach oben laufen. Also sehr gut, mein Lieber. Dein neuer bester Freund ist ein Gargoyle. Der Pyramide. Tja, warum nicht? Selten so nette Leute getroffen hier. Was soll's? Die Frage ist, was er tun wird, wenn er herausfindet, dass sowohl Prinz als auch sein Primogen tot sind. Dann ist er vielleicht frei. Hat er Socken? Die Frage ist ja, wenn er nun selber sagt, das hätte ich, naja, jetzt ist er schon weg, aber ich hätte gerne noch... des Konzils der Alten, und wenn das weg ist, ist er frei. Das ist richtig, aber die Frage ist doch, ob er uns noch genauer hätte sagen können und dürfen, da war er sicher selber nicht sicher, wer die falschen Vampire waren, mit denen sich Nikolai getroffen hat. Ich habe da ja einen Verdacht. Aber ich habe auch eine sehr rege Fantasie. Vielleicht bilde ich mir auch Sachen ein. Aber das würde ich gerne ihn nochmal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Noch ist er da, du kannst mir hinterherlaufen. Ist aufs Dach gelaufen. Ist nicht besonders schnell. Warte mal. Eine Frage habe ich noch. Ja. Du hast gesagt, Nikolai hat sich mit den falschen Vampiren getroffen. Mit wem hat er sich getroffen? Mit der Kaiserin. Mit wem noch? Ich kenne den Namen nicht. Kannst du sie beschreiben? Oder ihn? Sieht so ähnlich aus wie ich. Nosferatu? Nein. Aber Vampir? Ja. So ähnlich aus wie ein Gargoyle? Okay. Ich muss jetzt los. Mach dich auf den Weg. Dankeschön, das hat mir schon sehr weitergeholfen. Er breitet die steinernen Schwingen auf und stürzt sich oben vom Dach. und fliegt dann in den rauchigen Nachthimmel, weil du kannst hier oben vom Dach sehr schön die Feuersäule sehen, die jede Menge Rauch und Wolken fabriziert. Und gut, immer noch da ist. In die Richtung muss. Gut, dass ich nicht in die Richtung muss. Ist das nicht irgendwie putzig, wenn man drüber nachdenkt, dass Gargoyles fliegen können? Ich meine, die sind aus Stein und so. Kennt ihr den Mythos von der Hummel, die nur fliegen kann, weil sie so gut drauf ist? Nein. Weil sie ja, also frühe Biologen haben herausgefunden, dass Hummeln eigentlich anatomisch überhaupt nicht in der Lage sein sollten zu fliegen, weil die eigentlich viel zu fett sind und dafür viel zu kleine Flügel haben. Aber die haben sich dann gedacht, naja, sie fliegt ja nun, das ist ja nun ganz offensichtlich, es muss daran liegen, dass die Hummel so ein sonniges Gemüt hat. Deswegen kann sie fliegen, obwohl sie ziemlich dick ist. Tja, während du da einen Vortrag über Hummeln ablässt, wenden wir uns wieder William zu. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und ja, du hast gerade zwei Vampire aus dem Verkehr gezogen. Und hast sie in einer dunklen Seitengasse gelassen. Vielleicht in einen großen Müllcontainer entsorgt oder so. Du wolltest die ja unauffällig irgendwo loswerden. Genau das habe ich getan, denn ich bin ein Hunter. Also was dir wirklich aufgefallen ist, die sehen eigentlich relativ normal aus, also die beiden zumindest, mit denen du es da zu tun hattest. Das einzige Unterschied ist, dass ihre ihre Finger zusammenwachsen lassen, sodass die Hand eher sowas wie eine Kellenform bekommt. Das ist äußerst merkwürdig. Ich sollte jetzt aber schnellstens definitiv mal zur Wohnung. Ja, doch, bevor ich hier noch umkomme, alleine auf der Straße. Gut, dann bahnt sich William seinen Weg quer durch die Stadt zu Fuß zu der Wohnung, erreicht sie auch. Auch hier ist der Strom ausgefallen. Kannst auch in die Wohnung rein, musst halt die Treppen alle hoch bis zu euch. Ihr seid ja auch oben in so einem Penthouse. Und dann bist du da. Und da ist ein Festnetztelefon wahrscheinlich. Da kannst du mit telefonieren. Wenn du möchtest. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Darauf habe ich gewartet. Ich tippe die Nummer von Jonathan ein. Ja. Da das Handynetz ausgefallen ist, wird der Jonathan wahrscheinlich keinen Handyempfang haben. Und du kommst nur auf die Mailbox von Jonathan. Oh, Jonathan! Immer wenn man dich braucht, bist du nicht zugegen. Zwei Vampire umgebracht, also in die Mülltonne geschmissen, 5 andere gesehen, 7 weitere werde ich gleich verfolgen und ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Wenn du das abhörst, melde dich mal bei mir. Tschüss. Morte Famos. Wo? Melde dich bei mir. Das muss reichen. Ja. Okay. Ja, dann. Und dann gehst du wieder nach draußen und suchst dir wieder welche von diesen merkwürdigen Vampiren. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Genau, aber nicht ohne mir vorher mindestens 3, 4, 5 oder 6 Flöcke zu schnitzen. Okay, also William ist jetzt in der Küche von Emma und also von eurem Apartment dabei und rüstet sich huntermäßig auf. So ein Quergurt über die Schulter mit ganz vielen Flöcken dran und setzte dir auch so einen runden Hut auf. So einen Inquisitorhut. Nee, keinen runden so Hut. Verhelsing-mäßig. Also das habe ich ja leider nicht. Nee. Aber ich ziehe meinen Ledermantel an, den ich natürlich habe. Volle Wrestling-Montur. Und binde mir ein Stirnband um. Und außerdem nehme ich noch das Deo, also das Sprühdeo und ein Feuerzeug mit. Sehr gut, ja. Gute Idee. Ja, und so präpariert William seine, präpariert er sich, um auf Vampirjagd zu gehen. Vielleicht sollte er auch mal über sein Gimmick nachdenken in Zukunft. Aber vielleicht ist auch jetzt, wo Siri weg ist, ein anderes Gimmick. Dominanter bei William. Wer weiß es. Gut. Ja, und Jonathan, Melina und Emma sind allein gelassen jetzt auf dem Dach des Hauses, in dem der Prinz wohnt. Melina hat ihren Vortrag über Hummeln abgebrochen oder fertiggestellt und... Fertiggestellt. Ein Vortrag über Hummeln kann nie so in der Luft stehen bleiben. Das stürzt ja ab. Ja. Und ja, von hier oben könnt ihr halt sehen, dass ganz viele Leute halt, also ganz viele Blaulicht-Sachen halt in Richtung Feuersäule fahren. Und dass halt hier und da in der näheren Umgebung auch Feuer ausgebrochen sind. Aber halt kleinere. Aber scheinen da so marodierende Leute irgendwie unterwegs zu sein, die irgendwie den Stromausfall und die Dunkelheit irgendwie nutzen wollen. Also, wir haben jetzt einen Gargoyle, der den Prinzen sucht. Wir wissen immer noch nicht, wo William ist, und unsere beste Strategie ist im Moment, zur Wohnung zu fahren und zu gucken, ob wir ihn da finden. Das sollten wir immer noch tun. Wir müssen unsere Gruppe wieder zusammenkriegen. Das ist richtig. Vielleicht hat er ja irgendwelche Sachen herausgefunden, die uns helfen. Das wäre gut, ja. Tja, wollt ihr dann auch zurück nach Hause? Ja. Wollt ihr denn... Ach so. Ja? William? Ganz kurz, Entschuldigung. Bevor ich die Wohnung wieder verlasse, schreibe ich einen Zettel, ich war hier. Sehr gut. Immer besser. Ja. Wunderschön. Wie ist das bei euch? Traut ihr euch zu, ein Auto zu klauen oder... anzuhalten und mit vampirischem Einfluss dem Fahrer zu sagen, wo er hinzufahren hat oder sowas ähnliches. Gibt es da auch irgendwie die Möglichkeit, einen, der vielleicht irgendwie da steht und gerade mit Autoschüssen rumrennt oder so, dass ich den bezirze? In der Lobby sind ganz viele Leute. Ja. Bezirzen kannst du gut. Ja, ich weiß. Ist da einer, der so ein bisschen alleine dasteht und trotzdem alt genug wirkt, um einen Führerschein zu haben? Da sind jede Menge Leute, die alt genug sind, einen Führerschein zu haben, ja. Und die alleine rumstehen? Eher nicht, die haben sich alle so gruppiert und... Wenn ihr dann wieder runterkommt, dann sind die auch sofort wieder auf Hab-Acht-Stellung. Das Blutpensum der Vampis ist in Ordnung. Das weiß ich nicht. Das müssen die Vampis selber entscheiden, ob ihr Blutpensum in Ordnung ist. Ja. Ist voll gemacht vor der Disco. Dann gehe ich zumindest mal zu einer kleineren Gruppe an Männern, die so, ich sag mal, bedürftig aussehen. Also nicht gerade die Jüngsten, aber so, als könnten sie in der Midlife-Crisis stecken. Und also würde mal meinen Lobby, ja? Oder ja, also die so eine kleinere Gruppe bilden. Ja, wie gesagt, die haben sich alle da so zusammengerottet und die Security-Leute vom Gebäude schützen die quasi. Mit Knarren. Das ist natürlich irgendwie... Dann stelle ich mich vor, wäre einer so lieb, uns sein Auto zu leihen, würde aber einen derjenigen anschauen und auf den versuchen, meine Künste anzuwenden. Dann tue sie das. Wie tue ich dies? Das muss ich genauso wie du auch nachschlagen. Also entweder guckst du nach oder ich gucke nach. Was möchtest du denn genau tun? Damit, wenn du deine Künste hier... Na, mit Präsenz den dazu bringen, dass er mir seine Autoschlüssel gibt. Mhm. Und sagt, wo sein Auto steht. Ja, jetzt muss ich suchen. Präsenz. Präsenz 3 wahrscheinlich. Entzücken oder was? Ja. Mhm. System. Um ein Ziel zu entzücken, setzt der Spieler einen Blutpunkt ein und würfelt Erscheinungsbild und Empathie. Also auf Englisch, wenn du es hast, Appearance und Empathy. Die Schwierigkeit entspricht dem gegenwärtigen Willenskraft des Ziels. Ich sag mal 3. Die Anzahl der Erfolge legt fest, wie lange das Opfer entzückt ist. Vielleicht will der Erzähler statt des Spielers würfeln. Aha. 1, 2, 3. Zu spät, ich habe schon. 5 Stück. Sehe ich das richtig? Nee, 7 Stück. Bei Schwierigkeit. 1, 2, 3. Ja, bei Schwierigkeit drin. 1, 2, 3, 4. 5. Alle Erfolg. Achso, du hast. Nee. Die 4 ist kein Erfolg. Warum? Die Schwierigkeit ist 3, das heißt, du brauchst 3 Erfolge. Ach so, ich dachte. Ja, die Schwierigkeit 3 sagst, ist der Würfelwurf gegen 3. Ja, du hast, ich sehe das brauchst 3 Erfolge. Okay, jetzt war ich gerade auch verwirrt, ja. Aber kann auch sein, dass es wieder V5-Ding ist, aber geil. Ja. Aber das ist ja so oder so, hast du es weit übertroffen. Und ja. Das Ziel ist entzückt von deiner Präsenz. Ich klimper noch so und erkläre halt so ein bisschen. Es wäre wirklich wichtig und natürlich würden wir den Schlüssel schnellstmöglich zurückbringen. Es geht nur darum, ein paar Dinge, die wirklich dringende Priorität haben, zu erledigen. Von mir aus lasse ich auch meine Telefonnummer da, damit sie mich kontaktieren können. Ja. Schieb dir so den Schlüssel rüber. Vielen Dank. Wo kann ich Ihr Auto denn finden und wie sieht es aus? Nennt ihr das Nummernschild und weißer Ford Tiefgarage. Vielen Dank, das ist zu freundlich von Ihnen. Ja, und dann drehe ich mich zu den anderen um und deute ihnen, dass sie mir Richtung Tiefgarage folgen sollen. Okay. Immer gut, einen Toreador dabei zu haben. Gut, dann fahrt ihr Richtung eures Zuhauses und seid dadurch einiges schneller, weil William ist ja durch die ganze Straße gelaufen. Und wahrscheinlich kommt William euch auf dem Weg entgegen, also eurem Treppenhaus entgegen dann. Während ihr hochlauft, läuft er runter und kann nochmal beschreiben, wie martialisch er jetzt aussieht mit Stirnbandmantel und ramboesken Anteilen von Körperspray und Feuerzeug und was auch immer. Naja, er sieht so ähnlich aus wie Van Helsing, aber nur so ähnlich. Er hat einen langen Mantel an aus Leder und dazu hat der sich ganz viele Holzflöcke quer über den Körper gespannt mit einer Schnur. Woraus hast du die auch gebastelt? Ich habe natürlich oben den Marmortisch, nicht den Marmor, den Mahagonitisch, auseinandergenommen. Ja, das beste Holz, was man kriegen kann. Ja. Mahagoniholz. Super. Außerdem habe ich noch ein bisschen von der Küchenplatte abgemacht. Ja. Chris sagt auch, du hast bestimmt die Kleiderbügel alle geklaut von Emma. Nee, die habe ich tatsächlich nicht dabei. Wer braucht Kleiderbügel, wenn er denn Mahagoni hat? Das ist richtig. Hatte ich nur vorhin nicht. Ja, Kleiderbügel sind minderwertiges Holz, ja. Damit gibt sich William nicht ab. Das sehe ich ein. In der rechten Hand hält er ein Zippo-Feuerzeug, was er die ganze Zeit auf und zuklappt. Klack, 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 klack. Und an seinem Gürtel, wenn man den denn sieht, da sind ziemlich viele Dosen des Deos von Männern und Frauen festgemacht. Hast du deinen Champion-Gürtel an? Selbstverständlich. Und da sind die Dosen drin reingestopft. Dran festgebunden. Okay, dran festgebunden. Bitte jemand zeichnen. Super geil. Ohne Witz, ey. Boah. Leck mich fett. Ja, also da ist jemand fertig für den Krieg, würde ich sagen. Und kommt euch entgegen. Nicht dieses Klack, Klack, also Klack, darauf Klack, achte ich gerade wenig, sondern Ricky sagt mir, dass du dir auch noch wie Rocky so ein rotes Band um den Kopf geschrieben hast. Ja, hat er doch gesagt. Ja. Sehr geil. Emma. Entschuldigung, ich habe Emma unterbrochen. Emma, wolltest du was sagen? Jetzt mag ich nicht mehr. Ich würde, wie gesagt, einfach nur William schreien und auf ihn zurennen und ihn umarmen. Ja. Mann, wäre ich mal verloren gegangen. Hm. Ja. Halt! Halt! Das geht so nicht. Nicht zu nahe kommen. Wer weiß, ob ihr seid. Jonathan, als ich mit dir zum ersten Mal durch die Türe gegangen bin, was habe ich dazu dir gesagt? Durch die Türe. Durch welche Tür, William? Durch einige Türen zusammengegangen. Natürlich. Da. Das obere Bett ist meins. Meinst du, das weiß ich jetzt noch? Wir sind heute Nacht aufgemischt worden in dem Succubus Club und du siehst aus wie Rambo, aber egal. Erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran. Da. Doch, mich du nach bist dem geheimen Namen von Siri fragen. Nein, das wäre zu einfach. Das weiß jeder. Ich habe eine Idee. Jonathan, du liebst Melina. Alter. Kannst du mit deinen Gehirngespinsten mal aufhören? Nein, tue ich nicht. Ich habe kein Verhältnis mit Melina. Oder was auch immer du dir da zurechtlegst. Ah, du scheinst es zu sein. Und bevor du mit dem Thema Tag-Team-Partner anfängst, das kannst du dir die Haare schmieren. Das ist aber... Warum? Weil die Stadt brennt, William. Oh, das weiß ich. Und gleich brennen noch einige Vampire. Warum? Ah, die sind verrückt. Die sind alle verrückt geworden. Oh, da glaubst du, ich laufe sonst so rum, wie ich jetzt gerade rumlaufe? Das sein können, dass du einen neuen Werbeauftritt hast. Was ist denn genau passiert? Kannst du uns bitte mal ins Bild setzen? Dann setzen wir dich ins Bild und dann beschließen, was wir weiter tun. Oh, das ist nicht so viel Zeit. Aber ihr könnt mitkommen und ich kann unterwegs erklären. Wohin? Und dann gehe ich die Treppen weiter runter. Folgt mir. Ich zeige euch etwas, was ihr niemals wieder vergessen werdet. Davon hast du mir schon so einiges gezeigt, William. Moment, William, ist Portia oben? Ich habe sie nicht gesehen. Aber das heißt nichts. Ich habe auch nicht geguckt. Haben wir ihr schon von Portia erzählt, Melina, mit dem extrem schnell weglaufen und so? Das habe ich ihr doch am Telefon gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen braucht, weil Portia ganz schnell weggelaufen ist. Viel schneller, als der Werwolf kann. Wenn das Frischchen ein Küken ist, fresse ich meinen Zylinder. Ohne Salz und Pfeffer. Aber das schmeckt doch gar nicht. Das ist ja der Punkt. Wie dem auch sei, wir müssen sie trotzdem finden und gleichzeitig müssen wir 1, 2 Vampire erledigen. Jetzt kommt! Welche Vampire müssen wir erledigen, William? Na, die draußen rumlaufen. Alle. Alle, die Hände haben, mit denen sie Tischtennis spielen können. Ich schaue hilfesuchend die Frauenwelt an. Er hat ja nicht immer so sehr helle Momente, aber im Moment ist er echt sehr dunkel. Kann mir jemand helfen, bitte? Ich glaube, er war noch nie so hell wie vorher. Das Siri ist einfach nicht da, das reicht schon. Ja. William, lass uns erstmal in Ruhe nach oben gehen, schauen, ob Portia da ist und dann erzählst du uns in Ruhe, was du eigentlich in diesem Aufzug vorhast. Und natürlich helfen wir dir dann. Komm, ich lege so den Arm um ihn und führe ihn langsam nach oben. Ich mache dir auch eine Tasse Kakao. Ja, mit Marshmallows. Ui, krieg ich auch Kakao? Außerdem, William, müssen wir uns erst vernünftig ausrüsten. Ich meine, du hast jetzt einfach einen Vorsprung gegen uns. Ich meine, guck dich an, guck uns an. Du bist jetzt schon Rambo von Helsing. Ich möchte so ein fesches Katana haben und wie Blade aussehen. Dann können wir losziehen. Blade. Das ist eine gute Idee. Blade ist auch gut. Ja, ja. Und Jonathan, du siehst einfach so aus wie in Tanz der Vampire. Professor von Krollock, jawohl. Ja. Ich dachte schon wie die Straßenlaterne, oder? Und ich? Du siehst einfach so aus, wie du aussiehst und warte. Wie langweilig. Moment, hey. Wie die Königin der Nacht kannst du aussehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich dachte, so seht euch aus. Dann kann es ja so bleiben. Ich warte hier auf euch. Nein, wir trennen uns nicht nochmal. Du kommst mit und ich ziele weiter an ihm. Nein, Feramin Sere wird nicht, also nicht sagen, dass Emma aussieht wie Bella. Das glaube ich bestimmt nicht. Nein. Was? Ja. Also er geht wieder, lässt William das zu, dass wir wieder nach oben gehen und sich ausrüsten? Ah, das können wir gerne machen, aber ich möchte euch vorwarnen. Was, die besten Holzbeine sind schon weg? Genau. Der Tisch, der ist nicht mehr ganz so gebräuchlich. Warum? Ja, ich zieh's dir von deinem Taschengeld ab. Das hast du jetzt davon, William. Meins kriegst du nicht. Ja, gut. Dann werden unsere Vampire sich jetzt den Weg zurück in die Wohnung bahnen und das Schlachtfeld, was William hinterlassen hat, begutachten, sich ausrüsten. Vielleicht noch eine, ja, wer weiß, was Melina da alles noch in ihren Taschen hat, die sie da in ihrem Zimmer liegen hat. Vielleicht ist da tatsächlich ein Katana drin. Wir werden das alle beim nächsten Mal erfahren, denn wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir kurz vor halb und damit für heute wieder am Ende angelangt. In 2 Wochen geht es, wenn alles klappt, weiter mit den Chicago Chronicles. Und ich stelle mir das gerade wirklich interessant vor, wenn da alle so Rambo-Blade-mäßig ausgerüstet jetzt in die Stadt losziehen und auf den Sabbat Jagd machen. Ja. Ja, komm, als ob das nicht offensichtlich genug gewesen ist. Ja. Ich danke, dass ihr mitgemacht habt. Es war sehr ulkig und sehr lustig und ich habe meinen letzten vorbereiteten NPC endlich auch mal untergebracht, den ich hier schon seit 10 Folgen oder so hier drin meiner Leiste drin habe und der nie irgendwie... Den Vampir. Oh, um Gottes Willen, das habe ich jetzt gar nicht gerafft. Ja. Und ja, ich schaue nochmal, wen haben wir denn heute hier bei den Zuschauern gehabt? Wir haben Feraminen und Azrael und Bananen, Beam, Beuteltier, Chris, Sinai, Commander Root, einfach nur A. Das ist besonders schön. Hallo, einfach nur A. Hey, coole. Ja, Hotney und Yamera, auch bei euch, hallo. Mondnebel und Mondschatten. Gehört ihr eigentlich zusammen? Mondnebel und Mondschatten? Wer weiß. Wer weiß. What a coincidence. Wenn nicht, überlegt euch mal. Passt super gut. Not 47Y. Polizei, die Polizei hat zugeguckt. Ja. Sayadra hat zugeguckt, ja, und Shamasa und Skinny Seahorse und Slow Cool und Spoon und V&K, Virgoprotz und Jairovi. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier wart und mitgeguckt habt und falls ihr das auf YouTube nachher nachschaut, auch euch Dankeschön und ihr könnt ja auf YouTube leider keine Live-Kommentare hinterlassen, aber dafür unter dem Video kommentieren, weil die Feedback-Challenge, die der Mischka ausgerufen hat, die endet niemals. Feedback-Challenge! Ja, und wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir kriegen. Und macht das doch bitte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter. Und wenn ihr noch mehr Rollenspiel-Streams gucken wollt, dann geht auf den Nerdpol. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Denn da gibt es noch von anderen Streamern ganz viele andere tolle Runden in allen möglichen Universen und Zusammenstellungen. Vom Fantasy über High Fantasy, Low Fantasy, WOD-Kram, Harry Potter, Sci-Fi. Morgen. Morgen gibt's Harry Potter? Ja, also wenn ihr Harry Potter mögt, dann müsst ihr bei Mischka morgen gucken. Ja? Und ja. Also auf dem Nerdpol kriegt ihr fast jeden Tag einen neuen Stream und da erfahrt ihr auch immer, wann die nächsten Streams von mir kommen und das kriegt ihr auch raus, indem ihr mir auf Twitter folgt. Da. Oder indem ihr in den Nerdpol Discord kommt. Da ist eigentlich auch immer viel los. Wenn ihr, apropos Nerdpol Discord, wenn ihr gleich Lust habt, geht doch mal alle in den Nerdpol Discord rüber. Denn da gibt es einen neuen Bereich, den After-Stream-Party-Bereich. Und da könnten wir gleich alle rein, die ihr hier seid, und uns vielleicht noch etwas über den Stream hier unterhalten, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend und danke nochmal fürs Mitspielen an Sere, Joe, Mischka und Leopardin und euch, dass ihr zugeguckt habt. Und danke fürs Leiten. Tschüss. Genau. Ciao. Tschüss.